Ja, herzlich willkommen zu dem neuen Video. In diesem Video geht es darum, wie ich jedes beliebige Smartphone in ein IoT-Handheld-Device verwandeln kann. Im Grunde ist die vorgestellte Technik relativ simpel. Das heißt, ich mache in Node-RED einfach eine Art Webservice. Das ist dann hier einmal das HTTP-In, was ich benutze, und sobald ich die Node-RED-URL mit dem Handheld-Text aufrufe, bekomme ich als Response in dem HTTP-Response ein HTML zurück, was dann von meinem Browser auf dem Smartphone aufgelöst wird. Das erste Beispiel ist relativ simpel, das heißt, ich habe ein kleines HTML-Dokument, welches nur aus einem Eingabefeld und einem Button besteht. Das heißt, jeder Mitarbeiter bei mir kann nun diese URL aufrufen, etwas in dieses Textfeld eingeben und einen Button drücken und den Wert kann ich in Node-RED dann weiterverarbeiten. Einfaches Beispiel. Ich öffne einmal die Seite, die ich aufgemacht habe. Localhost 1880 ist hier in dem Fall die URL von Node-RED und ich gebe meine Nachricht ein, Nachricht 123 und gehe jetzt einmal zurück in Node-RED. Jetzt ist hier noch ein Fehler, hier steht auch Empfang QR-Code drinne. Das muss ich einmal ändern in Empfange Nachricht. Übernehme das, mache das Ganze nochmal, Nachricht 123. Und ich sehe hier, die Nachricht 123 kommt hier als Post auf der URL empfange Nachricht an. Jetzt möchte ich nicht, dass ja, Nachrichten eingegeben werden, sondern ich möchte mit dem Handy direkt einen QR-Code scannen und die gescannten Werte in Node-RED weiterverarbeiten. Da habe ich dann das HTML noch einmal erweitert und ich verwende hier eine Library, die InstaScan heißt. InstaScan ist eine Funktion, bei der ich die Videokamera von einem Smartphone oder einem anderen Gerät abgreifen kann und abgefilmte QR-Codes auslesen kann. Das ist hier auch schon das vollständige HTML. Das heißt, wenn ich die Seite hier einmal aufrufe, dann sehe ich an der Stelle das Bild von der Kamera. Das heißt, würde ich die URL mit meinem Smartphone öffnen, müsste ich einmal zulassen, dass auf die Kamera zugegriffen wird und halte ich jetzt einen QR-Code rein, dann wird die Nachricht auch gleich hier rechts in Node-RED ausgegeben. Ich habe jetzt einen QR-Code mit der URL von Wikipedia. Das heißt, ich würde das einmal kurz hier vorhalten. QR-Code ist jetzt eingescannt worden. Ich gehe einmal in Node-RED rein und sehe dann hier, dass ich eine Payload bekommen hat mit meinem QR-Code-Content und dem Scan. Das bedeutet, ich brauche im Grunde nur 5 Nodes, um jedes beliebige Smartphone in einen IoT-fähigen QR-Code-Scanner zu verwandeln.